So, und dann bin ich noch auf was gestoßen. Ja, ich habe selten so viel Wahrheit gehört und dabei auch noch was gelernt, wie bei den folgenden Bildern. Und Sie werden nie erraten, von wem ich es gelernt habe. Von Shania Geiss. Es ist schon warm, aber nicht warm. Es ist warm, aber schon nicht warm. Ja, also, wisst ihr, was ich meine? Kannst du mir den Satz mal erklären? Nee, das kann man nur fühlen. Das ist so. Ja, es ist warm, aber nicht warm. Aber nicht warm, ne? Ich finde, dass es warm ist. Ich finde, es ist warm, aber nicht warm. Ich glaube, das ist eine Schutzfunktion meines Körpers. Der Verstand muss sich ausschalten, um das zu ertragen. Was hat sie gesagt? Dann ist sie ja gar nicht dumm, sondern ihr Körper macht Notwehr. Jetzt weiß ich auch endlich, was eine Hohlsüße ist. Ist ja? Ich wünsche mir ab sofort, dass Shania bitte den Wetterbericht moderiert, ja? Morgen wird es schon warm, aber nicht warm. Warm. Das heißt definitiv Übergangsjacke für Sie zu Hause. Fakt ist aber, Shania ist eine gottverdammte Philosophin. Die stellt Fragen, die sich sonst keiner trauen würde zu fragen. Wirklich keiner. Das wird eine Kuh sein. Na? Würde ich mal sagen, oder Rind? Ist Kuh nicht Rind? Ist Kuh Rind? Ja. Ja, ne? Mein Papa sagt immer hier die Kuh, aber wir essen dann Rindfleisch. Aber seit wann heißt eine Kuh Rind? Ja. Mama? Ist Rind eine Kuh? Ja. Okay. Bin ich nicht dumm. Ein Stier ist auch. Ist keine Kuh. Ein Stier ist keine Kuh. Ein Stier ist ein Stier. Ja, ein Rind ist ein Rind. Ein Stern ist ein Stier. Die macht Mu. Eine Kuh macht Mu. Hör mal, ich kann stundenlang weiter zugucken. Irgendwann reden die nur noch Sätze aus Kinderbüchern nach. Eine Kuh macht Mu. Der Esel macht Ja. Und der Gigi macht. Ist ja eine Kuh Rind. Und beide haben kurz überlegt, ne? Auch Carmen Geiss, Stier. Ich kann aber verstehen, dass Shania verwirrt ist, weil wenn Robert sagt, hier ist die Kuh, meint er ja auch kein Rind, sondern Carmen. Also nicht einfach. Ja, Shanias Rolle in der aktuellen Staffel, die Geissens, wird meiner Meinung nach mehr und mehr zu einem wahren Highlight. Ja? Also sie ist ja jetzt schon der Richard David Precht von RTL 2. Also, finde ich. Ja, was macht der Embryo? Also der, liegt da. Den platzieren die halt in verschiedenen Orten auf der Welt. Okay, und warum? Weil der Künstler eigentlich, das hatte irgendetwas damit zu tun mit, wenn man auf der Straße läuft und man so Obdachlose sieht, ja, die sieht man, aber irgendwann mal sieht man die nicht, aber dann, wenn da ein Kind liegt, dann natürlich dann guckst du immer hin. Und deswegen, das ist da, damit die Leute wirklich das sehen. Okay, jetzt habe ich verstanden. Ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich vor der Erklärung schlauer war als danach. Was ich bei ihr liebe, also wirklich, Shania lässt sich selber von dem überraschen, was sie sagt und macht dann einfach mit. Das merkt man in den Pausen, das ist immer, oh, was sage ich gerade? Lustig, ich mach weiter. Schön fand ich auch Roberts, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das heißt in diesem Fall, boah, ein Glück ist es vorbei, aber väterlich freundlich. Bleiben wir mal im RTL-Kosmos. Auf RTL Plus, da habe ich auch noch was Schönes entdeckt. Und zwar gibt es da die Serie Make Love, Fake Love. Fans anwesend? Make Love, Fake Love? Du bist alleine. Vollkommen alleine. Aber ist okay, guck weiter, dann haben die eine Einschaltquote. Weil leider nur du das guckst, deshalb gibt es uns, weil wir müssen auf sowas aufmerksam machen. Make Love, Fake Love, das ist A, ein super Titel und eine noch tollere Sendung, weil da endlich mal die Kandidaten zeigen können, was ihre wahren Talente sind. Kannst du einen Wassertropfen nachmachen? Achtung. Krass. Probier's. Komm. Do it. Nein, kann ich. Ich kann aber ein anderes Geräusch. Was kannst du? Ein Truthahn. Ehrlich?
Sie, habe ich auch geguckt. Was habe ich hier gerade gesehen? Aber perfektes Timing. Ich kann beim Truthahn. Was? Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, bis dahin wusste ich nicht, wie ein Truthahn macht. Und ich weiß ja immer noch nicht, aber ich glaube, sie hat es perfekt nachgemacht. Obwohl ich es nicht weiß. So macht ein Truthahn. Aber die sind doch hier für RTL Plus komplett überqualifiziert, oder? Nächste Station, Supertalent. Mein Versprechen, wette ich alles drauf. So, Jelis, das ist der Truthahn. Ja, die ist auf jeden Fall auf der Suche nach ihrem Traummann. Ja, also möchte sie einen richtigen Kerl, einen Macher. Ja, jemand, der ihr was bieten kann und der auch einen Plan für die Zukunft hat. Erzähl mir was über dich. Ja, ich bin Ilias, ich bin 22 Jahre alt. Woher kommst du? Ich komme aus Dortmund. Und was machst du beruflich? Ich bin im Corona-Testzentrum. Okay, tätig. Was hast du davor gemacht? Ich habe in der Baustelle gearbeitet. Was machst du, wenn es kein Corona mehr gibt? Dann möchte ich mich weiter orientieren. Also ich mache auch TikTok. Mhm. Oh, Trauma. Ey, man konnte sehen, wie ihr Interesse zerbröselt ist, oder? Nein, nein. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so schnell die Karriereleiter nach unten gefallen ist. Bau, Corona-Testzentrum, TikTok. Und da frage ich, was kommt danach? Sitzen? Ausschlafen? Rettungsschwimmer im Baumarkt? Man weiß es nicht. Ja, kleiner Business-Tipp von meiner Seite. Wenn man auf TikTok Erfolg haben will, dann auf keinen Fall bitte so. Bin gleich auf TikTok, bin schon ganz nervös und gespannt.